Jetzt so zu den Quarantänezeiten. Ich wollte meinen deutschen Freund Lars besuchen, aber es geht nicht, weil sein Hund sitzt immer am Fenster. Ich muss ein bisschen ausholen. Als ich klein war, mein Onkel hat mal zu mir gesagt, wenn du wissen willst, was für ein Mann du bist, dann kauf dir einen Hund. Weil so wie du deinen Hund behandelst, kann man sehen, wie du später mit Kindern sein wirst. Und Mann mit Hund ist für Frau deswegen attraktiver. Ich weiß nicht, ob das stimmt. In der 8. Klasse kam so der große Wendepunkt in unserem Leben. Ja, mein Kumpel Victor und ich, wir sitzen so am Spielplatz und Dennis kommt angerannt, so sagt, hey Jungs, ihr werdet's mir nicht glauben. Jetzt gibt es YouPorn. Und wir sagen, was ist das? Und er sagt, naja, das ist wie YouTube, nur... Ich sag, Dennis, warte mal. Willst du mir sagen, da draußen existieren Menschen, die einfach so Pornos ins Internet reinstellen, umsonst. Und die sind für jeden zugänglich, 24 Stunden lang, umsonst. Und Dennis sagt, ja. Ich sag, Dennis, red keinen Scheiß. Niemand da draußen hat so ein reines Herz. Wir sind also zu mir, um der Sache nachzugehen. Und ich hatte damals noch das 56K-Modem. Das bedeutet, ey Ma, was? Telefonierst du? Nein, online. Und du klickst auf Verbinden, du warst damals nicht sofort online. Das hat sich eingewählt, das hat diese Geräusche gemacht, dieses so als würdest du zu einem anderen Sonnensystem Kontakt aufnehmen. Hey, und wir sind online und wir gehen auf die Seite und was wir gesehen haben, war unfassbar. 5 Filme zur Auswahl. 5 Filme, hey, wir waren überfordert, wann sollen wir die gucken? Und Dennis sagt, welchen gucken wir an? Und ich sag, der 3 Sekunden geht, sonst explodiert mein Computer. Und wir klicken den Film an und der hat ewig geladen. Es ist nicht relativ, wir sitzen und warten. Und ich weiß noch, Victor macht ein neues Fenster auf Microsoft Paint, bisschen malen. Ich sag, mach zu! Sonst schmilzt die Grafikkarte. Der Film hat so lange geladen, ich weiß noch, wie einer von uns seinen Finger an den Monitor hingehoben hat, um zu sehen, ob der Ladebalken sich bewegt. Der Film läuft. 3 Sekunden. Total verpixelt. Kein Sound. Aber wir waren glücklich. Hey, es war nur diese Bewegung, okay? Aber damit konnten wir arbeiten. Und irgendwann, ich sag zu Victor so, das ist der Kopf, oder? Und Victor, nein, das ist der Arsch. Ich sag, als ob, da sind doch die Augen. Das sind die Eier. Augen wackeln nicht hin und her. Egal, wie schnell du dich bewegst. Am schlimmsten von uns hat's unseren deutschen Freund Lars erwischt. Lars, sein Papa, hat ihm Sky DSL installiert und ihm zu Weihnachten einen neuen Laptop geschenkt. Und Lars saß Tag und Nacht in seinem Zimmer mit runtergelassener Hose vor seinem Laptop und hat sich diese X-Videos angeguckt. Das war nicht mehr Lars sein Kinderzimmer. Das war sein Masturbatorium. Aber Lars hatte 2 Probleme. Erstens, er hatte keinen Zimmerschlüssel. Zweitens, er hatte einen Hund. So eine fette englische Bulldogge. Und immer, wenn Lars in seinem Zimmer sitzt und X-Videos guckt, dann hat der Hund vor der Tür geweint. Ich glaube, er hat's gespürt. Und der Hund hat so lange und so laut geweint, bis die Eltern irgendwann kommen, die Tür aufmachen, um den Hund reinzulassen. Und davor hatte Lars Angst. Also was macht Lars, wenn er X-Videos gucken will? Spike, komm mit. Jetzt müsst ihr euch das vorstellen, aber nicht ins Detail, okay? Also hier sitzt Lars, Hose unten. Hier ist sein Laptop, hier sitzt sein Hund und guckt ihn an. Was macht also Lars? Er nimmt ein kleines Handtuch und legt es dem Hund aufs Gesicht. Versteht ihr jetzt, warum ich mit meinem Onkel nicht einverstanden bin? So wie du deinen Hund behandelst, behandelst du auch deine Kinder.
Oh, ja, Kopfkino, Leute, ist ja widerlich. Irgendwann war der Hund so konditioniert, es hieß nur noch, Spike, komm. Der Hund kommt rein, hat null Bock, macht mit dem Kopf die Tür zu, geht hoch aufs Sofa und guckt so aus dem Fenster. Jetzt ist die Sache die, Lars war mein Nachbar. Und immer wenn ich Spike am Fenster sehe, dann weiß ich auch heute noch zu Corona, dass es Leute gibt, denen es schlechter geht als mir. Dankeschön, Leute. Vielen Dank.